Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Corbett München zu meinem Rennen in Deutschland. Yeah, German Power in Germany, was sonst? Ja, der große Preis von Deutschland steht an auf dem Nürburgring. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und du doch auch, oder? Ja, natürlich. Ich habe dich ja eigentlich dazu überredet, mich mal aufzunehmen, nachdem ich zwei oder drei Minuten... schon... Wie spät haben wir es denn? Ach ja, Philipp wollte ja ein Foto noch haben. Das machen wir mal schnell. Nee, ich wollte nicht kein Foto, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nee, das mache ich nachher. Gut. Wenn ich hier aufnehme. So, wollt ihr mal ein Foto oder ein Video haben, wie ich hier so aufnehme? Schreibt es in die Kommentare. Wir wollen es! Daumen nach oben geben! Daumen nach oben und Kommentar abgeben! Wir wollen es! Ja, schon wieder total Rage. Also, im Ligarennen habt ihr gesehen, Doppelsieg für Caterham. Ob es ja auch einen Doppelsieg für Toro Rosso gibt? Ich bezweifle es. Ganz stark. Och nein, warum steht denn da ein Qualifying 100% Regen? Okay. Ich bin raus. Renn 14, ich bin raus. Das Setup, was ist denn das? Ich habe hier glaube eins. Was ist deins? Sag mal. Ist es mit 2-3? Ja. Okay, ich zeig's mal für alle. 48, 52, Mittel, 8, 10, Balance, Aufhängung 4499, Getriebe. Hier seht ihr das. Motor bleibt. Schade, dass man im Koop den Motor nicht wechseln kann. Ja, das fehlt noch. Das ist wirklich noch. Ach, wer fährt denn da raus? Wer fährt denn da? Haben wir ein Ziel? Nein, auf die Strecke. So, was erwartest du denn hier vom Toro Rosso? Punkte. Oh ja, ich auch. Na, wir haben es jetzt so nachts hier so um 1 Uhr und wir nehmen auf. Samstag Nacht 1 Uhr. Müssen wir, sonst... Aber bei mir, wenn ihr das Video seht, bin ich momentan voll im Schulstress. Weil ich momentan Klausuren in der Schule schreibe. Das sind halt Klassenarbeiten, die ziemlich lange gehen, also... Eine lange Klassenarbeit, jetzt in der 11. Klasse gehen sie 90 Minuten. War das 12. Klasse denn 135 Minuten? Und in der 13. geht dann so eine Klassenarbeit mal gleich 180 Minuten. Und da gibt es halt so einen bestimmten Zeitraum, wo das nur geschrieben wird. Finde ich ein bisschen unlogisch, weil drei Klausuren jetzt in der 13. von 180 Minuten in einer Woche schon ein bisschen happig war. Ja, wenn du meinst. Ja, du hast ein bisschen in der Klasse gemacht, deine Ausbildung als... Darf ich das hier sagen? Du kennst meinen Lebenslauf ja nicht komplett. Ich meine, ob das die Zuschauer hören dürfen. Die meisten wissen doch eh, dass ich Kellner bin, oder? Manche denken dafür, ach Kellner, der verdient doch nichts. Da kennt ihr Philipp noch nicht. Ich hoffe, im Quali reden jetzt nicht gleich von Anfang an, ey. Also, im Regen, da sehe ich ehrlich, ja. Schlechte Karten, oder? Weiß ich nicht. Also, die Strecke sind ja so oft gefahren, die können wir eigentlich nicht. Ob wir sie schnell fahren können, das weiß ich auch noch nicht. So, ich fahre mal die erste Runde hier. Wir sind so in der Liga, sind wir mit dem Caterham 1,29 gefahren, war das, glaube ich. Sag okay. Ja nur hier Philipp seine erste Kurve. Oh, der Pollerback. Der Philipp nicht herausfordern diesmal. Definitiv nicht. Für einen weiten Bogen mal drum machen. Einen sehr weiten Bogen. Aber ich mag Nürburgring mehr als den Hockenheimring. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Lässt sich hier schön fahren. Ich hasse meinen Ring. Okay, hassen tue ich nicht, aber mag die Strecke lieber. Auch wenn es zwei schöne Strecken sind. Erstmal in Nürburgring wieder reinkommen, ey. Ja, aber echt. Ja, man sieht irgendwie Sponsoren. Man denkt, ja, Rennspiel beherrscht man doch. Aber nein, ist mal unterschiedlich. Wenn man mal Monaco fährt und dann Nürburgring fährt. Ganz anders. Für die Liga trainieren wir ja wirklich jedes Rennen vorher. Mehrmals. Nicht Philipp unbedingt, aber ich auf jeden Fall, ne? Was hier Philipp am Anfang fährt.
Eine Punktlandung fahre ich. Boah, erstmal schön den Poller mitgenommen. Nicht den Poller. Den Kurt mitgenommen. Ah, 34,8. Geht aber alles viel besser. Ja, ich habe den Vorteil, ich bin ja in den Toro Rosso jetzt schon aus der Karriere viel, viel besser gewohnt als du. Ja, ich fahre ja am sauber in der Karriere. Der viel stärker ist. Wirst du denn sehen, wenn du in der Karriere bestimmt bei sauber fährst? Ja, das war ja mein Plan am ganzen Warum Anfang. Warum liegt der an 5-Flügelteile rum? Ja, weil da jemand ganz langsam gefahren ist. Bei dir ist schon wieder ein Klopfen an der Nein, Tür. Nein, das ist nichts Schlimmes. Okay. Ich habe gesagt, wenn mein Vater ins Bett geht, soll er anklopfen. Als Warnzeichen. Ah. Muss sein. Hey, was rechnest du dir hier aus? Schild mir schon mal hinter uns, sehr gut. Ey, was meinst du mit einer Position oder was? Ja. Qualifying auf jeden Fall Q2. Ich sag mal so. Ich glaube, dass wir ins Q3 kommen. Aber ansonsten glaube ich, ja. Oh, ich verkacke gerade alles. Ich darf nicht reden. Bist du schon mal in die Box? Ach, das wärst du. Ne, ich sag mal so, Platz. Wenn es gut 3 kommt, Platz 8 und sowas. Platz 8, 9. Ich glaube, mehr ist ja auch nicht drin, ne? Außer wir haben die Stücke sehr oft geübt. Man weiß nie. In der Liga hat ja sehr Spaß gemacht, die Strecke zu fahren. War ja auch spannend, das Rennen. Ich fand das Community-Event geiler. Ich fand das Rennen besser. Das Liga-Rennen. Community-Event habe ich gewonnen. Mit Safety-Car. Aber hier war es auch gewonnen mit Safety-Car. Ja, die USA ist auf der 2. Muscha muss Gas geben. Ja, wir sind ja nur im Training. Hier, ich glaube, im Quali, wenn es dann wirklich auch regnet, dann können wir wirklich die Regenreifen komplett ausfahren. Dann haben wir dann im Rennen, haben wir dann natürlich 100% neuen Reifen. Aber der Reifenstand ist ja sehr hoch. So, um 62 habe ich eine Menge gerade aufgeholt. Da war ein Helikopter. Putin. Der Spruch, ey. Oh. Also, die West der Zweiter. Ich habe mich verbessert ein bisschen. 34,5. Aber in den letzten Kurve habe ich einen Fehler gemacht. So, Weber ist gerade aus der Box rausgefahren. Der wird was scheiße nennen. Macht er schon wieder Fehler hier? Macht denn der? Den Reifenverschleiß finde ich jetzt nicht so extrem mit den harten Reifen hier. Ja, oder blockier mir doch den Weg. Du bist doch ein Dummer, ey. Fällt denn euer Schnellster? Ein Wunder. Okay, deutlich der Schnellste. Also da sieht man halt schon den Unterschied. Also wäre cool, wenn ihr auch sowas reinbringen würden, weil momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme findet gerade das Austin-Rennwochenende statt, der Formel 1. Und wenn ihr das Video sieht, dann ja, ist die Saison schon um. Da war ja Brasilien. Und da war es ja so, dass Rosberg ausgeschieden ist, wäre einfach mal geil. Wenn das so ist, dass einfach mal ein Nico Rosberg ausscheidet oder so, ein Q2. Wäre doch mal ganz geil, oder? Abwechslung. Das kann man ja nicht so reinprogrammieren im Spiel. Ach,
Was kommt danach für eine Strecke? Ungarn. Gott. Kann ich bestimmt gar nicht, ey. KI stark? Ja, Mittelteil. Da bist du ja in... Was war das in der Karriere? Zehnter geworden? Elfter. Elfter, wie in Monaco, ey. Momentan ist der Reifenverschleiß gar nicht, noch nicht so hoch. Aber im Rennen dafür wieder, glaube ich. Ist immer unterschiedlich. Aber das Rennen hast du doch wieder aufgegeben, oder in der Karriere im Caterham? Ja, weil das Auto unfahrbar war. So, 33,8. Aber ein neuer Schnellzone war, der war gerade hinter mir. Lol. Jetzt vorbei, Weber, hier bitte. Vielleicht wird er eh wieder langsamer, wie ich ihn kenne. 10. und 11. momentan, okay. 11. und 12. momentan. Ich muss gleich noch ein bisschen mein Mikro umstellen, weil... Das ist mal so ein Kabel. Das ist mal so, das halt... Wird halt... Oh Gott, ich bin immer im Kies gelandet. Boah. Weil das halt so, dass es verbindet halt vom Mikro halt... zum PC, also ein USB halt. Und ja, das stört ein bisschen kurz, wenn ich hier so nach rechts einlenken will, dann kommt ja immer der Unterarm ein bisschen gegen. Ja, stört ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Aber ich würde sagen, ja, nur noch 13, okay. Da ist noch was drin, auf jeden Fall, ich glaube Q2 mit Hartes zu erreichen bestimmt. Oh, was sagst Wenn's du? Wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, dann ist das doof, ey, Mann. Ich fahr wieder in die Box. Du auch? Ich bin noch draußen. Reicht mir. Wie es so schön heißt im amerikanischen US-Sport, Weber is on fire. Er ist heiß. Kannst du mir mal sagen, wie viel Zehntel mir auf Button fehlt? Sag ich dir gleich. Wette 1,31,6. Weber war on fire. So, du willst wissen, wie viele Zehntel fehlen? Okay, also momentan fehlen dir 130 Hundertstel, 1,3 Zehntel. Jetzt hätte du gefahren bist, also 37, okay. Nee, Button ist gerade auf einem 9. Wenn aber auch verbesserungsgroß ist, aber. Was heißt denn das Gelbe jetzt bei einer Zeit? Weil hier steht, das ist keine Verbesserung. Also dann für, wenn man jetzt auf der Strecke ist, ist es denn Rot. Balle, Grün heißt persönliche Bestzeit, Weiß heißt neue Bestzeit und Lila oder Pink heißt Session Bestzeit oder Sektor Bestzeit.
Ah, du bist mal auf Verbesserungskurs. 37,7. So, wir haben jetzt schon 15 Minuten Training. Ich glaube, mehr werden wir noch nicht reinstecken. Button ist auf Verbesserungskurs. Zweiten Sektor 37,5. Meter, das ist eine Menge verhauen im zweiten Sektor, fahren da. Was? Da habe ich kaum was verhauen, das hat mich eigentlich gewundert. Und auch hier, weiß heißt neue Bestzeit. Aber jetzt, die sind ja so stark im zweiten Sektor. Da fährt gleich mal Button 15. schneller. Ah, dafür du wieder im zweiten Sektor. Hamilton fährt im dritten Sektor, fährt da Hamilton zum Beispiel. 24,6 und feste 24,2. Also Sektor 1 und 3 gehört uns, Sektor 2 gehört der KI. Schlecht. Hast du dich verbessert? Mhm. Oh, bist du gleich nicht. Oh, bist du alle bis in der Box. Gut, würde sagen, das war's erstmal, wa? Ich schau mal kurz nochmal die Zeiten an. 11 und 14. Okay, da fehlen halt so die 18. auf Grosjean. Bitter. Verliere ich denn am meisten? Oh. Irgendwer hat sich auch noch vor mir geschoben. Okay. 38,1. Du fährst 38,0. 31,1. Ja, im ersten Sektor verliere ich nur eine Menge. Im ersten Sektor verliere ich eine Menge. Und im Mitte Teil eigentlich auch. Wer mich denn jetzt noch überholt? Der Grosjean. Ja, 12 und 14 ist eigentlich ganz solide. Also nach zwei Rennen in den Punkten, Kanada und England, neues Ziel Deutschland. Ja, das war ja ein glorreiches Rennen in England, ey. Was sind wir da gewonnen? Vierter und Fünfter? Fünfter und Sechster. Ja, ich hab den fünften Platz vorgelassen, weiß ich noch. Da waren die Reifen komplett down. So, du willst Session verlassen? Ach klar. Ich bin mit dem Mitte-Sektor überhaupt nicht zufrieden. Am Ende wurde es nochmal. Wurde es weiter besser? Ja, 12 und 14. Ja, mal gucken, was für ein Qualifying dann so draus wird. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns im Qualifying wieder. Zum großen Preis von Deutschland. Ciao.